Aichinger Pools und Technik. Der Wellness-Experte aus dem Innviertel. Swimmingpools, Whirlpools und Überdachungen für mehr Freude und mehr Lebensqualität. Aichingerpools.com. Kilometer sind es von der Rieder Josko Arena ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Für echte Rieder-Fans ein Katzensprung. Noch hat das Innviertel 5 Städte. Am Tag des Endspiels soll Klagenfurt aber zur 6. Innviertler Stadt gemacht werden. Wir waren schon im WM-Cup-Finale und wir waren in Eindhoven. Also ist so Klagenfurt auch nicht weiter. Ich fiebe schon eigentlich jeden Tag. Also ich zähle schon die Tage meistens und schaue, wie lange noch. Ja, ich freue mich schon sehr und ich werde sicher voll mitfiebern, einschreien für. Darum kaufe ich mir bis zum 1. Mai, wenn wir gewinnen, kaufe ich mir kein Red Bull. Nur wenn wir gewinnen, kaufe ich mir dann auch Red Bull vielleicht noch. Vorher nicht. Ja, jeder muss seine Opfer bringen, aber dieses Spiel darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Wie oft hat man die Möglichkeit, die Chance als Verein, als Club, als Mannschaft, aber auch als Fan, ein Cup-Finale mitzuerleben live, und das hoffen wir, wollen so viele wie möglich auch miterleben. 700 Fans haben sich bereits angemeldet. Die Verantwortlichen der SV Konsumatik Ried hoffen aber auf über 2000 Schwarz-Grüne, die mitfahren. Dafür wurde auch ein ganz spezielles Angebot zusammengestellt. Um 55 Euro kann man die Busfahrt buchen, das Ticket ist dabei, eine Jause, ein Getränk im Bus und ein Fanschal und eine aktuelle Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten. Und wer Dauerkartenbesitzer oder Mitglied ist, kann das ganze Package um 49 Euro haben. Und dann gibt es auch noch welche, die mit dem Rad oder schon zuvor auf Eigeninitiative ins Stadion reisen werden. Meine Kollegen haben mich gefragt, ob ich da mitfahren mag, und habe gesagt, ja, da ist Cup-Finale. Da muss ich dabei sein, ohne mir geht das nicht. Und ja, und jetzt habe ich halt dann so ausgemacht, dass wir auf Gärten fahren und dass wir das dann da umsetzen. Wir fahren am Freitag schon runter und machen ein Wochenende mit den Kindern, und Finale, Abschluss ist dann das Cup-Finale. Am Sonntag, 17 Uhr, sind wir live dabei. Und vielleicht haben wir das Quäntchen Glück, dass wir wieder Cupsieger werden. Zum dritten Mal. Das Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt für die Fans der Sportvereinigung Ried. Ein Pflichttermin. Apropos, das nächste Heimspiel in der Bundesliga findet bereits am Samstag, 16. April um 17 Uhr gegen Wattens statt. Für eine ganze Familie geht es bereits ab 16 Euro in die Josko Arena. Infos und Karten auf svried.at.